Willkommen zurück zu meinem Let's Play mit Axt und Pine. Das ist Folge 4. Wir sind jetzt hier gerade in, ich hoffe, den Pollenpass reingegangen, in diese Höhle. Und schauen jetzt mal, was es hier wieder für Rätsel gibt. Schauen uns erstmal so ein bisschen um. Scheint nochmal ein Ausgang zu sein, oder? Geht's nach draußen? Ich würde sagen, das ist nach draußen. Bleiben wir erstmal hier drinnen, gucken, was wir hier drinnen machen können. Ja. Damit können wir gar nicht interagieren, ne? Oben ist irgendwas. Nein. Das müssen wir irgendwie aktivieren oder. Naja, schauen wir mal in die andere Richtung. Vielleicht bekommen wir das Gerät zum Aktivieren ja hier. Nein. Da reinstecken. So. Ah, weil der eine nicht drin ist. Nehmen wir den mal mit. Vielleicht brauchen wir den noch. War das? Ah, ist so runtergefallen. Okay. Können wir den jetzt mitnehmen? Nee. Muss auf jeden Fall stecken bleiben. Alter. Und da ist scheinbar wieder was da. Okay, wir nehmen es mit. Wo hat er die Fackel her? Eieiei, wer ist er denn? hallo? Ein Mensch in meiner Höhle. Oh, welch Glück. Es ist schon so lange her. Du bist wohl Groff, aber sicher. Du hast ja keine Ahnung, wie lange mich schon niemand mehr besucht hat. Und dann auch noch ein Mensch. Verlässt du denn nie die Höhle? Die Welt da draußen? Nö, die ist nichts mehr für mich. Alle sind mit ihren Problemen beschäftigt. Einen Gemeinschaftssinn gibt es überhaupt nicht mehr. Abgesehen von euch Menschen könnte ich nur die Gegenwart meiner Schwester ertragen. Aber sie ist schon lange nicht mehr gesehen worden. Es gibt noch mehr von euch? Oh, es gab ziemlich viel von uns, aber wir zogen uns zurück, als die Inselbewohner von Tag zu Tag machthungriger wurden. Wie auch immer, du hast doch hoffentlich einen Auftrag für mich, oder? Man hat mir gesagt, ich sollte dich für Schutzausrüstung oder ein paar Werkzeuge aufsuchen. Auweia, sowas habe ich schon lange nicht mehr angefertigt. Ich habe meine letzten Menschenkreationen jemanden wie dir gegeben. Aber das ist schon so lange her. Er war ein Freund. Ich glaube, er versteckt sich in einem verlassenen Wachturm in der Nähe. Ich stellte Ausrüstung her, Werkzeuge, aber auch Truhen zum Verstecken der eigenen Habe. Als Bezahlung brachte er mir diese glänzenden Kugeln. Ich liebe sie. Du solltest zu seinem Versteck gehen. Vielleicht kannst du da noch einige Menschensachen finden. Oh, bevor ich es vergesse. Alle meine Truhen hatten einen winzigen Schlüssel. Du wirst Schlüsselgraphit für ihre Herstellung brauchen. Ich werde es für dich aufschreiben. Okay, ich werde versuchen, es zu finden. Wir haben doch schon Schlüsselgranit. Danke fürs Vorbeischauen, Mensch. Bitte komme ich doch ab und zu besuchen. Schlüsselgraphit ist ein
ist ein endliches Material, das zur Herstellung eines Albamar-Schlüssel Verwendung findet. Es kann oft an abgelegenen und schwer zu erreichenden Orten gefunden werden. Na gut. Wo war nochmal der Wachturm? Du vergisst aber schnell, kleiner Mensch. Geh durch den Westausgang dieser Höhle, dann solltest du förmlich darüber stolpern. Okay, den Westausgang. Das ist wahrscheinlich der Ausgang, den wir dann als zweites gefunden haben. Das hier wird sein Bett sein. Hier sind wir reingekommen. Ja, es gibt nur diesen einen Aus- und Eingang. Haben wir keine Koordinatensysteme. Es muss wahrscheinlich der da hinten sein, weil mit dem einen habe ich jetzt nichts gesehen. Wir schauen mal. Das ist doch der andere. Okay, ein Wachturm ist gefunden. Jetzt muss ich ihn noch untersuchen. Das ist eine dieser glänzenden Kugeln. Ich sollte sie grob bringen. Wie kann ich da hochfahren? Wahrscheinlich nicht. So. Das ist ja, man muss doch da irgendwie hochkommen. Da ist eine Truhe oben drauf. Das kriegt ja noch irgendwie Kletterausrüstung so später. Leid hält er sich jedenfalls nicht fest. Sehr gut. Schön. Diese Notiz muss von diesem Menschen geschrieben worden sein. Tag 166. Aber heute habe ich mit einigen Anführern der Gruftdörfer getroffen. Seit Monaten schon habe ich die kürzeste Route zwischen diesen uralten Orten kartografiert. Die Gruften sind sehr wichtig für die strahlende Zukunft vor uns. Außerdem habe ich herausgefunden, dass einem die Herstellung eines Muskelbräus Zugang zu einem Dorf einbringt. Die Häuptlinge lieben das Zeug wirklich sehr. Gruften? Was sind das denn für Orte? Klingt danach, als könnte es dort einige Antworten geben. Vielleicht könnte man dort auch leben. Ich sollte dorthin gehen. Dieser Mensch hat sie auf der Karte hier markiert. Okay. Das würden das wahrscheinlich die Gruften sein. Und mir jetzt fertigen hier. Uiuiui. Großzapfen rum dafür. Oder Schlüsselgraphit, da können wir schon einen Schlüssel machen. Direkt mal einen herstellen. Starrseil, Stofftuch. Der Beutel ist immer noch voll, ne? Ja. Was ist denn, wenn wir das hier fallen lassen? So. Dafür brauchte ich auch Schottermoos. Nicht nur Stofftuch.
Aber sei ja. Ja, jetzt brauchen wir wieder Schottermoos dafür. Rostzapfen. Ah, so kommen wir zu der Truhe. Harald schwer. Schwert. Okay. Ziel. Okay. Oh, das sieht aus wie eine Art forschliche Steinschleuder. Anscheinend muss ich als Munition dafür aber was anderes als Kieselsteine herstellen. Schon cool. Bögen sind starke Fernkampfwaffen, aber sie benötigen Munition zum Schießen. Alle Kreaturen auf der Insel haben Schwachpunkte. Wenn ich diese treffe, erziele ich starke kritische Treffer. Vor dir liegen gleich mehrere Abenteuer im Zielreiter, kannst du Quests verfolgen und ausblenden. Synthetismus haben wir erst so, das haben wir schon gehabt. Mist. Oh, was ist denn hier los? Ich wollte jetzt nicht in einen kleinen Krieg geraten. Würde er gerne. Ach da, da ist der Eingang wieder. Gehen wir nochmal zu ihm. Er kann uns ja was über die Was ist Schlüsselgrafit? Was war es Schlüsselgrafit, was wir. Ja, mit den Schlüsseln, ne? Schauen wir mal. Und vielleicht können wir den Schlüssel jetzt hier verwenden. Ja, guck mal, was der Grosch sagt. Off. Off, ich habe eine dieser Kugeln gefunden. Ah, die Kugeln waren das genau. Oh, sie glänzt so hell wie immer. Was sind sie denn eigentlich? Man sagt, sie seien Stücke von uralter Geschichte. Platziert von einer langen, vergessenen Spezies, sogar noch mehr vergessen als wir Manot. Ich aber bin nur ein einfacher Sammler. Oh, das ist ja aufregend. Lass uns ein Geschäft machen, winziger Mensch. Wenn du mir mehr von denen hier bringst, werde ich einen größeren Beutel für dich anfertigen, damit du noch mehr davon mitnehmen kannst. Das klingt in der Tat ganz gut. Ich werde sofort damit anfangen. Ja, wie viel muss ich dir denn bringen? Bring noch weitere 5 Kugeln. Ah, und ich habe 4. Mensch, nur noch eine. Das wäre so toll. Ein größeres Inventar ist natürlich super. So. Eines der Gruftdörfer.
Achso. Oh, die sind aber ein bisschen außerhalb, ne? Bisher, die werden ja innerhalb. Nochmal ein Altar? Nee, scheint der zu sein. Das ist schön hier. Lass mal Leute fahren. Achso, das ist wieder die Krokodile hier. Hey, wieso kann ich nicht kämpfen? Hallo, Freundblase. Ja, wenn wir das direkt mal wieder hier bestätigen, ne? Da muss man weiter um. Was seid ihr? Ziegenblume. Liegt denn hier? Hallo? Das ist. Was ist das? Oh nein, zwei. Das? Stacked. Wunderbar. Na komm, genau. Oh, jetzt fertig da. Wunderbar. Ich würde nur zum Altar gehen. Alter, ja, man muss Inventar leer, ne? Hey, Großer. Servus. So, das. Opfern. Wunderbar, den Zahn. Aber auch. Na, wir haben noch ein Schattenmoos. Was sollen wir herstellen? Die Rüstung, ne? Man sechs Schatten muss. Oh. Hallo.
Achso, ich habe die Karte noch offen. Freund. So, jetzt gucken wir uns mal das Gebilde da vorne an. Da oben. Das hat nicht gut funktioniert. Brauchst wahrscheinlich irgendwie eine Sprunghilfe oder sowas. Gibt es da noch irgendwie ein Item, womit wir was drehen können oder so? Dann ins Schneebiom schauen? Ah, das wäre so ein Vieh. Wenn du im perfekten Augenblick die Blockhaltung Right Mouse einnimmst, wird der Angriff pariert. Alle Angriffe können pariert und mit einem kräftigen Gegenangriff pariert werden. Dieser Vogel wieder runter. Jochfenchel. Danke. Beiden kloppen sich da hinten. Ah, ich hab 5 Kugeln. Geil. Da ist ein Eispass. Oh, was haben wir denn da? So, was möchte der? Bockenton, Hammelig, Vogel. Ja, das ist wahrscheinlich. Das sind wahrscheinlich unsere Vogelfreunde. Ja, das sind die Vogelfreunde. Oh, Himmel! Oh. Er folgt uns natürlich. Lass mich in Ruhe. Das war so essen. Oh. Ja gut. Nur weil es roh ist, kann man das nicht so essen. Okay.
Da ist wieder Schlüsselgrafit. Das ist doch hier der. Wir haben kein Fleisch mehr, wir haben gerade selber gegessen, ne? Ja. Na gut, dann gehen wir erstmal zu. Prof. Und lassen uns ein bisschen helfen. Mit hoffentlich besserer Ausrüstung. Oh, hallo Schlüsselgrafit. Ah, wieder hoch. Ja, gut. Und willkommen zurück bei Groff. Schöne Sache. Schauen wir mal, was wir jetzt für diese Kugeln bekommen. Amphiskuskugel. So, da ist er. Wunderbar, gerade als ich mit deinem neuen Beutel fertig geworden bin. Rosa, achso, ja, den Beutelcreme jetzt, genau. Der nächste wird wirklich toll werden. Winziger Mensch, ich werde ihn mit dir für 25 Amphikuskugeln tauschen. Ich werde ein bisschen suchen müssen, aber für diesen Beutel sollte es das wert sein. Okay, jetzt haben wir eine Größe. Oh ja, guck mal hier. Schön doppelt so viel Inventarplatz. Das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar. Der Groff meint es wirklich gut mit uns. So. Ah, da sind wieder so Viecher. Den können wir direkt mal platt machen. Mit dem blöden Vieh hier. Das ist so aggressiv. Ah, hast du nicht mitgerechnet, ne? Ja, schön. Was ist das für ein Altar? Hat man den schon entdeckt? Nee, ich glaube nicht. Kommt mir zumindest nicht bekannt vor. Aber das da. Ja, das sind die Vögel, okay. Ja, da kommen wir noch nicht hin, die sind auch feindlich gesinnt. Jetzt müssten wir noch ein bisschen Schattenmoos finden. Uns die Rüstung craften können. Wäre natürlich optimal. Ah, nein, Vogelmist. Ah, oh, was ist denn mit dem los? Direkt hier volles Leben abgezogen. Und der Vogel, geh weg. Jetzt weg? Oh, glücklicherweise ja. Ach, guck mal, so ein paar Vögelchen, die können wir abschlachten.
Sind die Vögel hin? Vögel! Ah, E gedrückt halten. Okay, dann sammelt man alles richtig schnell ein. Natürlich auch gut zu wissen. Okay, aber nur Sachen, die gelootet sind, nicht so... Schöne Sache. Jetzt kann ich endlich mal wieder ein bisschen essen hier. Ah, ich habe vielleicht eine Idee. Weiß ich nicht, ob die Idee sinnvoll ist. Da unten ist schon wieder so ein blöder Vogel. Was ist denn, wenn ich da drauf schieße? Nix. Nix. Okay. Hat leider nicht funktioniert, meine Idee. Wilden Vögel, ne? Ach ja. Ja, müssen wir mal schauen, ob wir Schattenmoos finden. Und die großen Zapfen brauchen wir 2 Stück für die Hose. Wir können uns auf jeden Fall schon was Schönes herstellen. Aber das seht ihr in der nächsten Folge, ob wir das machen können und wann wir und wie wir das machen können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Könnt auch gerne den Kanal abonnieren. Bei YouTube ist das kostenlos. Und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit ihr immer seht, wenn ein neues Video online geht. In der Videobeschreibung könnt ihr gerne auf meinen Link für Discord klicken. Dort seht ihr auch immer, wenn mein neues Video online geht. Oder wenn ich meinen Livestream auf Twitch starte. Den Link für den Livestream findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt gesund. Ciao!